Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Osmanischen Reich. Jetzt glaube ich, habe ich Universalis, das S etwas verschluckt. So, herzlich willkommen zurück und wir haben gleich wieder einen Kommentar und ich habe den Namen, Farxmal. Wir werden natürlich gleich auf deinen Wunsch eingehen und das Thema Vasallen mal kurz, also beziehungsweise nicht den Vasallen an sich besprechen. Sondern dieses Fenster, was du noch nie gesehen hast. Also einmal, und der Diplomatie haben wir, wenn wir unser eigenes Reich angeklickt haben, hier unten ein kleines Fenster, und zwar erschaffe einen Untertan aus eigenen Provinzen. Und dann geht eine sehr lange Liste auf, oder je nachdem, welches Reich man spielt, eine längere oder kürzere Liste. Das heißt, wir fangen anders an. Wir haben doch in einer der ersten Folgen zum Beispiel Karaman, ich glaube in der letzten Folge sogar, Karaman erobert. Na, war nicht die letzte Folge, aber ist egal. Wir haben Karaman erobert. Wenn wir jetzt, egal welche Provinz, anklicken, sehen wir, dass hier immer etwas passiert bei den Ansprüchen. Wenn wir jetzt auf Karaman gehen, sehen wir zum Beispiel, dass hier goldene Umrandung Karaman das als seine Kernprovinz sieht. Wir als Osmane ebenfalls. Bei Ikçil zum Beispiel, hier hat Zypern sogar noch einen eigenen Anspruch erhoben mit diesem grünen Rand. So. Warum betone ich das jetzt? Also, es gibt nämlich zum Beispiel auch, also wir wissen hier, Karaman war hier. Wir haben es erobert, Karaman existiert nicht mehr. Es gibt aber hier auch so manche andere Nationen, wie wenn man auf Raba geht zum Beispiel. Hier sind so graue Nationen. Syrien und Fadl zum Beispiel. Fadl war mal da, wurde aufgefressen. Syrien dagegen ist kein Land, das es standardmäßig in dem Spiel gibt. Das muss man gründen. Und da ist genau der Knackpunkt. Ich könnte jetzt, wir machen wieder das Beispiel Karaman, wir sehen, Karaman existiert nicht mehr. Wir können theoretisch auch nochmal in die Statistik reingehen, zum Beispiel bei den Armeen, Karaman existiert nicht mehr. Also, was können wir jetzt machen? Wir klicken eben auf dieses berühmte Zeichen hier unten, erschaffe einen Untertanen, suchen jetzt hier aus der Liste Karaman raus und sehen dann, aha, wir könnten Karaman gründen und die erhalten 8 Provinzen. Das heißt, welche 8 Provinzen sind es? Konya, Karaman, Hamid, Kayseri, Ikçil, Aksaray, Karahisa oder so ähnlich und Kirsehai. Das wäre, schauen wir mal, Konya ist hier. Karaman, die Hauptstadt wahrscheinlich. Hamid, hier. Kayseri, hier. Also im Endeffekt einfach hier so die Gegend. Das kann man mit mehreren Sachen machen. Trapezun, Dulkadir, Albanien, das Byzantische Reich sogar mit ganzen 14. Die würden hier alles erhalten, glaube ich. Genau. Und die werden dann direkt, so wie die Krim jetzt zum Beispiel unser Vasall ist, so werden die entlassen als unser Vasall. Und das hat jetzt folgenden Grund. Wenn wir jetzt zum Beispiel, oder warum ich überlege, das zum Beispiel hier hinten mit Syrien zu machen. Wenn wir uns mal kurz angucken, Syrien, wie groß Syrien ist, wie viele Nationen das hat. Kann man zum Beispiel in einem Krieg gegen den Mamelucken, der läuft jetzt nicht gut, oder der Mamelucke ist nicht unser eigentlicher Kriegsgegner, sondern irgendwie so nur der Verbündete unseres Kriegsgegners, also sehr teuer, wenn wir seine Kernprovinzen nehmen oder wie gesagt, Krieg läuft nicht so gut, wir wollen schnellen Frieden haben, irgendwie sowas. Dann nehmen wir zum Beispiel nur eine Provinz, hier, die aus Syrien gehört, gründen dann Syrien als Vasall und haben, weil ja das alles hier Syrien ist, automatisch über unseren Vasall Ansprüche für weitere Kriege. Das ist der Gedankengang. Also, man gehe in die Diplomatie hier unten rein und kann sich hier mal anschauen, welche Nationen gibt es, was können wir denn theoretisch gründen. Wie gesagt, macht eigentlich nur Sinn, wenn man, oder was heißt nur Sinn, man kann ja spielen, wie man will, aber ein bisschen aufpassen mit diesem ganzen Zeug, wenn ihr Gebiete für euch selbst haben wollt. Zum Beispiel Trapezun. Ist unser Gebiet. Und dann entlasse ich Trapezun, verschwindet unsere Kernprovinz wieder. Also, wenn man sowas vorhat, sich vorher ein bisschen Gedanken machen, sich eine Provinz nehmen, das direkt gründen,
die Nation und nicht erst Korn oder sowas, ja. Genau, so, das zu dem Thema und das habe ich eben vor, eventuell mit Syrien oder hier unten gibt es auch noch den Irak. Der Irak ist jetzt gar nicht ausgegraut, warum ist denn Syrien eigentlich ausgegraut oder ist das die normale Fahne? Also man sieht hier Irak auch relativ groß und da gibt es jede Menge Nationen, die man auf diesen Weg gründen kann. Also, ich wollte gerade schauen, Jerusalem, aber ich glaube Jerusalem, den muss man wieder anders gründen. Müsste doch hier irgendwo sein, Libanon, Syrien, ja, ja, okay, das muss man wieder extra gründen, aber gibt es auf der ganzen Welt überall, also wenn man mal einfach mal hier so durch die Nationen, hier sind 3 drinnen, 4 drin, okay, manchmal sind es auch andere Ansprüche, aber hier Ardabil kann man gründen, hier gar nichts in Acham, auch nicht, aber da gibt's jede Menge solche Provinzen, Oman kann man gründen, also sowas kann man immer mal in Betracht ziehen. Und ich mache das ganz gerne eigentlich, dass ich entweder Syrien oder in Irak oder manchmal sogar beide gründe. Einfach auch nur um die Kernprovinz oder um die Provinzen nicht koren zu müssen, sondern mir die Punkte lieber spare. So, genug gelabert. Wir haben einen Aufstand noch, weil ich nicht aufgepasst habe. Der wird wahrscheinlich auch auftreten. Ansonsten haben wir nichts zu tun. Wir starten ins Spiel. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ich bin ein bisschen in die Vorproduktion gegangen, damit ich weil ich das verlängerte Wochenende jetzt Besuch hatte. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Die Paschas, genau. Ich glaube, da habe ich das letzte Mal schon reingeguckt. Sichert den Bosporus. Hier müssen wir aber, glaube ich, ein bisschen friedlicher sein. Venedig hat uns als Rivalen bestimmt. Aggressive Expansion 23. Aggressive Expansion 21. 16. Okay, wir könnten natürlich sehr wohl Krieg machen hier hinten. Wollte ich dich nicht eigentlich vassalisieren oder sowas? Ja. Aber wir haben das Problem, genau da war das. Wir kommen hier nicht auf die 190 momentan. Aber auch nur momentan, vielleicht gleich schon. Das guckt man als erstes mal. Dann, hier könnten wir schon wieder Krieg erklären. Das macht nur der Johanniterorden mit. Aber wir werden eventuell flottentechnisch unterlegen sein. Wir lassen, jawohl, Koalition. Ah ja. Ah ja, okay, okay. Wir haben eine Koalition. Das ist ja interessant. Uns fehlt hier auch ein General, by the way. Oh, leckt ein bisschen bei mir. Oh, was haben wir denn hier? 4326. Jawohl. So, was haben wir denn hier für eine Koalition? Schauen wir doch mal ganz kurz. Venedig. Akunlu, Genua, Mamelucke, Johanniter, Trent, Augsburg. Ja, okay. Ist ja wohl ein bisschen viel, muss man sagen. Ist ja wohl ein bisschen viel. Können wir nicht machen, können wir nicht machen. So. Chefspion ist gestorben und hier 0,5 Korruption. Wir stellen direkt wieder einen ein. Diplorep oder Handel. Handel ist nice, würde uns einen Dukaten bringen, also kostet uns der 0,4 Dukaten. Diplorep ist aber wegen Beziehungen und sowas gerade angenehmer. Den hätte ich gerne, wobei wir haben glaube ich eh eine unglaublich hohe Diplorep, kann es sein? Nee, das war glaube ich Frankreich. 2,49, ja, okay, okay. Überdehnung haben wir auch. Drabzon. Mhm. So. Ragusa. Neue Königin haben wir bekommen. Du hast jetzt noch ein Freiheitsbestreben von 30%. Ja, dann gehen wir gleich noch auf die Vasallen auch ein. Was passiert denn, wenn ich einen Vasallen habe? Also, ein Vasall hat... Wir müssen unterscheiden unter PU, Vasall. PU ist ja ein bisschen was anders. PU heißt ja unser König, also Personalunion. Unser König sitzt noch auf einem zweiten Thron. Der Vasall selber heißt, wir haben ihn in unsere Knechtschaft gezwungen. Auch hier gibt es einen Beliebtheitswert. Warum der jetzt gerade draufgesprungen ist in der Pause, keine Ahnung. Wir kriegen von unserem Vasall Kohle.
Wenn er theoretisch im Ausland wäre, würden wir eventuell auch Handel generieren. Das ist das Zollzeichen, glaube ich. Das ist das Zollzeichen, wenn es eine Kolonialnation ist. Dann haben wir ein Freiheitsbestreben. Von 0 bis 49 ist alles egal. Wenn hier 50% oder aufwärts steht, dann ist er illoyal uns gegenüber. Das heißt, wenn wir den Krieg erklären, normalerweise geht die Krim automatisch in den Krieg mit rein. Die hat keine andere Wahl. Die muss uns folgen. Und zwar mit 7000 Mann, wie wir hier sehen. Sobald es über 50% ist, geht sie zwar in den Krieg mit rein, bewegt aber ihre Truppen nicht, hilft uns in keinerlei Kampf. Hier ist noch Boni. Ich weiß gar nicht, was hier drin steht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Also hier die Soldaten 7000 und hier haben wir Interaktion. Können wir verschiedene Sachen erstellen. Also wir lassen die jetzt frei agieren. Wir könnten zum Beispiel sagen, belagere oder verteidige einfach bloß unsere Gebiete. Mach nichts. Spiel aggressiv. Unterstützend ist. Schließ dich unseren Truppen an. Ich lasse jetzt erstmal auf freies Spiel, aber je nachdem gehe ich oft auf Unterstützung oder belagern. Außerdem haben wir in den bei den Vasallen oder auch bei der PU hier einen Haufen Zeug, was wir machen können. Gehe ich jetzt nicht alles durch, aber wir können ihnen zum Beispiel Land wegnehmen, wir können ihnen Provinzen zusprechen. Also wenn ich jetzt Kaffer erober, würde ich denen zum Beispiel Kaffer geben. Herrscher beschwichtigen, da verlieren sie 10% Freiheitsbestreben. Okay, so Sachen, Schulden tilgen, wenn sie Schulden haben, übernehmen wir ihre Schulden oder geben ihnen das Geld, damit sie die Schulden tilgen können, dann lieben sie uns. Wir könnten unsere Religion durchsetzen, dann sind sie aber immer erstmal unilloyal. Wir können das Wissen teilen für die Institutionen, also da geht ein bisschen was. So, wir starten jetzt trotzdem erstmal weiter ins Spiel. Wir könnten schon wieder was bauen. Wollen wir das? Nee, ich glaube nicht. Unterstützung oder Mystik? Unruhe lokal. Ist uns egal. Wo stehen wir denn? Bei 100%. Ja, da hätte man vielleicht auch die Mystik nehmen können. So, ich sitze jetzt mal einfach mal kurz aus. Geld spielt für uns keine Rolle. Warum mache ich das? Weil die Korruption und... war ja Inflation. Als nächstes Mal zeige ich es, das Event kommt häufiger. Die Inflation haben wir hier stehen und die sinkt halt meistens und 0,5 Inflation ist eh nichts. Da ab 8 oder 10% wird es mal ein bisschen kritisch. So, wir können in eine neue Tech reingehen. Das werden wir sofort tun in die 5. Damit können wir jetzt in unsere erste Ideengruppe reingehen. Insgesamt haben wir 8 Ideengruppen, wo wir irgendwas tun können. Haben wir auch schon mal gesagt, wenn wir dann Ideen haben, kaufen wir uns auch hier nach oben. So, wir sind der Osmane. Mit welcher Idee fangen wir an? Das ist beim Osmanen eigentlich für mich persönlich eine absolut ziemlich leichte, easy Popelfatz-Entscheidung. Und zwar, wenn wir uns mal kurz hier reingucken, wir sind, das wird man bei fast jedem Reich so haben, immer militärisch ganz weit vorne. Wir haben immer Militärpunkte über. Deswegen fängt man im Regelfall meistens hier mit einer militärischen Idee an. Ist jetzt ein anderes Thema. Zum Beispiel, wir spielen im Reich und müssen oder wollen von Haus aus was mit der Religion durchsetzen. Dann geht man zum Beispiel in die religiösen Ideen. Oder wir sind Spanien, Portugal, Frankreich, England, wollen mit Kolonien anfangen. Dann geht man in die Entdecker-Ideen. Im Regelfall wird man eher mit was Militärischem anfangen, weil man da am meisten Punkte übrig hat. Wir werden jetzt nicht alles durchsprechen. Ich sage jetzt immer die in meinen Augen 4 wichtigsten Sachen. Offensiv, Defensiv, Qualität, Quantität. Also erstmal Offensiv, Defensiv, klar. Wollen wir offensiv angreifen oder wollen wir defensiv uns verteidigen? Gleich hier unten Qualität, Quantität. Wollen wir starke Soldaten haben oder wollen wir viele Soldaten haben? Viele Leute sagen, das eine schließt das andere aus. Widerspreche ich vehement. Wer sagt denn, dass wir nicht starke und viele Soldaten haben können? Oder offensiv und defensiv heißt zum Beispiel nur offensiv, wir können stärker belagern, wir kriegen eine höhere Disziplin. Defensiv im Umkehrschluss heißt, wir kriegen einen Haufen Moral und die Truppen werden billiger zum Beispiel. Unsere Festungen stehen auch besser. Ist wie beim Fußball, wenn unsere Defensive besser steht, lässt sie uns in der Offensive leichter agieren. Also ich überschneide da gerne.
Aber hier ist es für mich ganz klar. Wir sind der Osmane. Wir sind eh schon ein Belagerungsspezialist. Und ich würde gerne weiter in die Belagerung reingehen. Ich fange hier wahnsinnig gerne mit offensiven Ideen an. Deswegen werden wir das auch tun. Danach werden wir wahrscheinlich die Quantität nehmen. Qualität brauchen wir nicht. Da sind die Schiffe drinnen. Ja, kann man schon nehmen, aber bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber wir fangen jetzt mal offensiv an. Jetzt haben wir hier einen Balken. Man sieht hier mehrere Ideen. Sobald der Balken voll ist, wäre bei uns jetzt im Oktober 1470, also klar, gleich. Dann können wir hier die erste Idee auswählen oder bestätigen. Das heißt, wir kriegen den Bonus Nahkampfarmee-Anführer plus 1. Saugt natürlich unsere Machtpunkte weg, wenn wir da mal drüber schauen. Kostet uns 412 Machtpunkte, 403 Hammer, dann sind unsere Machtpunkte weg. So nimmt man sich die Machtpunkte statt den Tags eben für die Ideen her. Deswegen der Punkt, man fängt mit Militär an, weil man militärisch meistens weit vorne dran ist vor der Tech und da am leichtesten die Punkte weggeben kann. Man sieht ja hier, diplomatisch bin ich relativ ausgeglichen, administrativ sogar hinterher, weil ich so viel kore. Da jetzt noch mit einer Tech anfangen, nicht so die schlauste Idee. So, wir starten weiter ins Spiel. Wir werden gleich in die erste Idee reingehen. Warum wollte ich jetzt eigentlich warten? Weil ich ja eigentlich gerne Venedig besuchen würde. Aber wir haben ja, so, jetzt haben wir die Idee. Da kommt schon die Glühbirne. Jetzt können wir draufklicken. Jetzt sieht man es auch hier leuchten. Wir gehen drauf. Nahkampf-Armee-Anführer plus 1. Erkläre ich auch gleich nochmal. Und jetzt sehen wir hier oben den Balken wandern. Ungefähr immer drei Ideen hier unten ist hier oben eine nationale Idee. Wäre bei uns zum Beispiel Kosten Kernprovinzen minus 25% und akzeptierte Kulturen plus 1 ist halt perfekt für uns, weil wir koren viel. Wir haben dann viele Kulturen drin. Sprechen wir irgendwann anders. Ja, also super. Da gehen wir jetzt erstmal ein bisschen rein. So, ja, wir hängen jetzt ein bisschen fest. Du bist in der Koalition. Du bist in der Koalition. Ragusa, da wollte ich mich gerade drum kümmern. 177. 177. Wir könnten jetzt, was können wir noch machen? Wir können dir auf jeden Fall noch Geld schicken. Aber da kriegen wir... Okay, kann man nicht, Hammer schon. Na, dann können wir erstmal nichts machen. Da müssen wir einfach warten. Dann müssen wir warten. So, wir könnten eventuell hier oben einen Krieg anzetteln. So, du bist Kerngebiet. Du wirst Kerngebiet bei mir. Machen wir mal. Und dann können wir eine neue Regierungsform erlassen. Das ist richtig schön. Was haben wir denn? Wir haben Autonomie monatlich minus 0,5 Kosten, Kulturänderung, Autonomie Abklingzeit. Alles, also, beziehungsweise am meisten eigentlich die Autonomie. Dann haben wir akzeptierte Kulturen, minimale Autonomie, okay. Verfügbare Beraterregierungsform Wachstum, ja. Beraterkostenherrscherkultur, bin ich kein Freund von Beraterkostenherrscherkultur, wenn man sich mal die Berater anschaut, die haben hier eine Kultur, das heißt, nur die Berater, die aus dieser Kulturgruppe kommen, sind auch wirklich billiger für uns. Achte ich nie drauf, wo die herkommen, deswegen bin ich da kein Freund. Dann haben wir hier, wir können ein paar Erlasse reinhauen. Ich spiele so selten mit Erlasse. Das Einzige, was ich mache, ist Entwicklungserlass immer mal wieder. Unterhalt starten, ja, könnte man in dem Fall brauchen. Mit Staaten werden wir später einige haben. Dann haben wir Vasallen und Marken erhalten. 25% höhere Steuereinnahmen. Diplomatische Beziehung plus 1. Vasallen, Bonus, Einheitenlimit 25%. Tribut, Machtpunkte. Ja, kommt bei uns, steht dann bei mir ganz vorne, weil wir werden als Osmane mit Vasallen spielen. Dann haben wir hier noch Chancen, Kolonisten und sowas, kann ich eh nicht auswählen. Und wir haben hier, Paschas geben jetzt 33% Steuereinnahmen lokal und minus 1 Unruhe. Steuereinnahmen global, Einnahmen, Vasallen, Kosten, Kultur fördern, ja. Huh.
Einnahme Vasallen 25% zu Vasallen-Bonus-Einheitenlimit. Also, was ist der Vasallen-Bonus-Einheitenlimit? Wir haben ja unsere Armeepunkte hier. Und das sieht man jetzt halt schon. Wir kriegen dadurch, dass wir die Krim vassalisiert haben, von der Krim 2,2 Soldaten quasi hier oben drauf. Wenn wir viele Vasallen haben und große Vasallen haben, lohnt sich das natürlich. Die Diplo-Beziehungen plus 1, Vasallen und Marken 25% höhere Steuereinnahmen. Also sie haben mehr Geld, was dann natürlich auch wieder in uns reinfließt. Tribut Machtpunkte. Wenn wir Tributstaaten hätten, würden wir mehr Machtpunkte bekommen. Die Paschas, mit denen müssen wir ja arbeiten. Heißt mehr Geld für uns. 33% ist ein Drittel mehr, ist viel. Minus 1 Unruhe, alle sind ein bisschen zufriedener. Steuereinnahmen global 15% ist bei uns eh ein Haufen Geld. Jetzt hat schon, also 10% wären jetzt schon 2,6 Dukaten, 15% dann dementsprechend 3,5 Dukaten oder sowas insgesamt. Ist halt schon sehr viel. Die Vasallen kriegen mehr Geld. Kultur fördern, gut, interessiert nicht. Ja, wir werden das machen. Zack. Das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Okay. Okay, ja, ich würde jetzt kommen. So, hier, Krieg. Könnten wir denn zum Beispiel hier Krieg machen? Haben wir denn Ansprüche? Nein, haben wir nicht. Grimm, hast du überhaupt auf irgendjemanden Ansprüche? Auf Litauen und sonst nicht. Okay, jetzt werden wir den nächsten Trick machen. Wir gehen jetzt in die Diplomatie und dann auf dieses letzte Zeichen hier, diplomatische Rückmeldungen. Muss wieder einen Schluck trinken. So, hier heißt es interessante Provinzen und ist alles leer. Was machen wir jetzt? Ich markiere jetzt Provinzen, die für mich interessant sind. Und zwar hier. Halt, haben wir Polen im Bündnis? Nein. Hassen wir uns? Ja, wir hassen uns. So, dann kann ich es ja machen. Dann kann ich es ja machen. So, was heißt das hier nämlich? Was ich hier mache. Wir markieren ja, Provinzen, die mich interessieren. Die möchte ich haben im Endeffekt. So, da ich ja hier hinten nicht drankomme, ich keine Interesse bekunden kann, beziehungsweise keine Ansprüche erheben kann, wird jetzt hoffentlich die Krim herkommen und eigene Ansprüche erheben. So, dass wir dann über die Krim einen Anspruch auf zum Beispiel die Blaue Horde bekommen. Das machen wir jetzt hier überall noch. Sehr gut. Einfach mal fett um uns rum. Das ist der Grundgedanke. Also die Krim, wir sagen jetzt quasi, der Krim erhebt mal hier Ansprüche. Okay, du bist in der Koalition. Du glaube ich nicht Polen. Polen ist nicht. Venedig ist in der Koalition. Schauen wir mal. Genua, Venedig, Akunlu, Mamelucke. Also quasi alles um uns rum momentan. Ja, das ist doof. Das ist doof für uns. Ich meine, wir könnten gegen Karakunlu ziehen. Du bist mit dem Mamelucken verbündet. Hä? Nee, bist du nicht? Nee, du bist rivalisiert. Hier haben wir sogar Ansprüche. Hier hinten haben wir Ansprüche. Bitlis, Hasan Kaif und Fahn. Bitlis, Hasan Kaif und Fahn ist das da hier. Ja, was machen wir denn? Bleiben wir jetzt erst ein bisschen ruhiger kurz. Lassen die Koalition mal schnell auslaufen. Wir lassen es auf jeden Fall mal laufen. Venedig ist exkommuniziert, das ist hervorragend. Wir können Kaffer nicht mehr beanspruchen. Aber wir haben einen Haufen Geld. Wir bauen auf jeden Fall einen Drabzon, einen Marktplatz. Dann kommen wir hier über 10. Und wir bauen einfach nochmal 2 Kirchen. Da
Serbien. Hier müssten wir Ungarn und Venedig. Aber hier haben wir die Koalition. Nicht gut. Ah. Ist gerade ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Meine, wir könnten natürlich gegen Polen ziehen. Wie schaut es hier aus? Aber die haben unglaublich viele Truppen. Schweden mit drinnen. Da, hier. Grimm hat schon Anspruch erhoben. So, was haben wir denn hier? Osmanisch hat einen diplomatischen Kriegsgrund gegen Moldawien. Interessiert mich eigentlich nicht. Sollen sie mich doch lieber alle mehr mögen? Das gefällt mir viel besser, weil dann sich die Koalition vielleicht schneller auflöst. Was ist denn hier eigentlich mit unserem Dingselbumsel hier? Dauert noch ein bisschen. 1474, 3 Jahre. Eigentlich würde ich ja gerne... Das geht nicht. So, Teodoro. Na komm, mal schauen. Vielleicht sind wir schnell genug. Bevor sie es... Nee. Sind wir nicht. Nein. Dann fahren wir in die Grimm. Erobern das Ganze kurz zurück. Weil Osmane sinnlos rumstehen, nervt ja schon ein bisschen, finde ich. Aber mit der Koalition werden wir leider öfter zu kämpfen haben. So, wir haben ja einen Anspruch auf die blaue Horde. Produktionseffizienz minus 10%, mag ich ja gar nicht. Hier können wir jetzt in die Tech reingehen. Wie schaut das eigentlich aus mit Renaissance? Das hat man schon, gell? Ja. So, wir könnten gegen die blaue Horde ziehen. Usbekistan ist mit drinnen. Interessiert uns eigentlich gar nicht. 2620. Ja, die haben viele Kavallerie wegen... es sind eine Horde. Die sind auf Kavallerie getrimmt. Dann seit, wenn wir das halt jetzt für die Krim erobern, kriegen wir trotzdem aggressive Expansion. Besser wird es für uns natürlich nicht, gell? Docks sollte man, glaube ich, bauen. Da war doch irgendwas, oder? War da nicht irgendwas mit Docks? Okay, hier müssen wir nochmal... Oh, hier. 2 Agenten des... Agenten müssen wir abschließen. Okay, das hatte ich schon wieder vergessen. Könnten wir eigentlich mal machen. Wir holen uns mal eine Agenda. Und zwar die Ulema, haben wir gerade gesagt, gell? Die Ulema wollen eine Moschee in Atina. Ja, das ist doch super. In Athen eine Moschee bauen. Machen wir sofort. So, jetzt war ich aber immer noch nicht, was mit den Docks war. Oder ich täusche mich gerade. Wahrscheinlich täusche ich mich. Unruhe global für 106 Dukaten. Ja, machen wir mal. So, was ist jetzt mit dieser dummen Koalition? Die wären ja eigentlich... am liebsten, wenn wir die bekommen. Okay, was haben wir denn hier? Unser König ist tot. 542 ist der nächste König. Wir haben eine Stabi verloren. Da müssen wir sofort wieder rauf. Das geht gar nicht. Dann können wir 2 Entscheidungen wählen. Unruhe global minus 1. Und wir gehen 15 Punkte Rüstung Mystik. Dafür Missionarstärke Heretiker 2-0. Brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht. Ja doch, wir haben christliche Provinzen. Dafür
Oh, alle Pietät verloren. Ärgerlich. Dafür gehen wir Richtung Mystik mal kurz. Aber das dauert zu lang, machen wir nicht. So, was haben wir hier? Janitscharen-Belohnung. Wir sollen den Janitscharen 71 Dukaten geben oder sie werden halt böse. Rebellieren. Disziplin minus 5, Verstärkungskosten plus 25. Also das betrifft natürlich nur die Janitscharen-Regimenter. Wir werden sie bezahlen, aber das wird immer wieder auftauchen, dieses Event. Das ist sowas Osmanisch-Spezielles. Also wir kriegen 300 Dukaten für 5% Land. Oder wir kriegen eine Stabi und die Loyalität für die Ymera. Das passt mir tatsächlich auch besser, eine Stabi im Plus zu sein. So, wann löst sich die Koalition auf, ist das Problem. So, dann hier Steuereinnahmen, Autonomie. Wie immer, haben wir bisher öfter gewählt. Zack, 20 Dukaten momentan. Wir sind inzwischen bei 30 Minuten. Deswegen war es das für diese sehr ruhige Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.